Oh, moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ja, auf dem SLGRP-Server. Da kommt schon jemand runtergefallen im Fahrstuhl. Das hier ist, Hallo! Ja, Bogodensky Tankchen. So, wir kümmern uns heute um das Krankenhaus, was wir in der letzten Folge gebaut haben. Das richten wir heute ein. Und zwar die Notaufnahme und die Anmeldung und dieser Kram und das alles machen wir hier. So, okay, also. Na dann ran an die Arbeit. Es also ich meine, kannst du vielleicht schon mal die Anmeldung basteln oder so? Ne, ja, ich hätte jetzt mal angefangen, hier das auszuleuchten, weil es ein bisschen dunkel. Naja, gut, das stimmt. Das ist habe ich auch schon gemacht, also mit den Lichtern. Ja, kann ich auch schon zeigen, wie das hier geht. Mit den Lichtern, ja. Dann was für Lichter hast du hier benutzt? Schon was überlegt. Ja, schon was überlegt. Und zwar nehmen wir uns hier so eine schöne weiße Lampe, die platzen hier, hier, und hier, und hier, und hier nicht. Nein, warte, hier machen wir den nochmal hin, damit es dann nicht so dunkel im Gang ist, und so. Ja, warte mal, es wird hier zwei Lampen, finde ich ein bisschen doof, ja. Was halt irgendwie so einfach. Ist immer noch symmetrisch. So. Na, dann fangen wir erstmal an mit der ersten Sitzreihe. Dann müssen ja auch, wie sitzen die Leute da? Machst du die Sitze schon? Ja, ich mach schon mal die Sofas. Ich nehme Sofas. Ist, oder? Warte mal, nehme ich das hier lieber? Ja, ich würde dir Sofas nehmen, wie du es drüben schon gemacht hast. Ich würde das hier nehmen. Oder, ja, oder Sofas? Echt? Sofas? Okay, ich bin noch. Warte. Ja. Ja, passt. Also das andere ist für mich ein bisschen mehr Krankenhaus-Style, aber das geht auch. Ja. Und hier, das hier ist ein gutes Krankenhaus, ja, was wirklich gemütlich. Achso, ja, und das erklärt natürlich alles, ne? Ja, klar. Was hatte ich da? Aus welchem Stoff soll ich denn die Liegen machen? Also ich werde sie grau machen und ich will noch irgendwas drauflegen, aber was soll ich da nehmen? Ich baue jetzt hier mal so eine kleine Liege für die Schockräume. Aus was für einem Stoff soll ich denn die machen? Was meinst du? Nimm halt einfach Wolle, weiße Wolle als Liegefläche. Man kann es ja vielleicht auch, wie man es ja meistens so kennt, so auf Schuhhöhe, so eine Plastikfolie machen. Auf Schuhhöhe sind ja oft so Plastikfolien. Ja. Damit die Liege dann nicht so schmutzig wird. Und dann kannst du das natürlich auch machen. Und hier machen wir es ein bisschen anders. Ich hatte nämlich bereits einen Wartebereich für eine Notaufnahme gemacht. Das war im anderen Gebäudeteil. Nur hier würde ich das etwas ändern, denn hier ist ein bisschen weniger Platz durch die Fahrstühle, mal weniger Platz. Das heißt, hier wird die Aufnahme etwas abgeändert. Da ist einmal zu wenig Platz. Dann können hier halt kaum Leute sitzen, wenn wir das jetzt so machen. Wie kriegen wir überhaupt Platz? 1, 2, 3, 4, 5 pro Beet. Aha. 5 pro Beet. Aha. Warte mal, ich mach jetzt vielleicht wieder ganz zu, oder? Ah, dann haben die aber keine Ablagefläche. Das ist auch okay. Ne, die sollen ja auch irgendwie Sachen ablegen können. So, ja, können wir natürlich hier vielleicht auch noch machen. Jetzt gucken, wie das aussieht. Ich probiere nicht mal aus, wenn wir jetzt hier Slap. Hätte das was? Wäre das Gebet so ein bisschen getrennter, aber ich glaube. Nee, ich glaube, das mache ich nicht so, oder? Meinst du, da sollen wir Kisten zwischen reinpacken? Kisten dazwischen? Ja, ich weiß, hab das so gemacht, ja, du wolltest hier einen Durchgang machen? Nein, ich wollte keinen Durchgang machen, ich wollte nur mal durchschauen. Nee, also, Kisten, weil ich weiß auch nicht, würde ich an den Tisch setzen, sieht das so blöd aus mit der Armlehne. Probier doch mal, wir haben doch Mr. Crayfish, du. Ja, Mr. Crayfish habe ich ja benutzt, das ist halt, die Kisten sind ja auch uns von Mr. Crayfish hier. Komm mal zu mir. Ich hab hier was vielleicht passen könnte.
mal kurz, ich muss mal kurz was anderes machen. Oh, ja, okay. Das geht. Dann wird das ist gut. Das ist gut. Da kann man dann Tische zwischenstellen, genau. Was ist damit? Ja, finde ich gut. Und da würde ich jetzt aber auch hier diese Sitze nehmen, weil dann würde Lene halt nicht so. Weg, nicht so ausgeblendet werden. Das sieht halt ein bisschen blöd aus, finde ich. Deswegen nehmen wir hier einfach diese Stühle. Finde ich nicht schlecht. Ja, richtig schön Krankenhaus, richtig unkomfortabel. Ja, genau. So muss das. Dass ich richtig schlecht fühlst, wenn du da bist. Das ist super. Oh Mann. Wir haben Leute. Ah ja, wenn Krankenhaus, dann wirklich Krankenhaus, ne? Ja. Dieses typische, ich habe ja sogar überlegt, ob ich die sogar schwarz mache, die Stühle. Oh nee, Alter, das wäre zu Depri. Ja, weil theoretisch könnte ich lasse es weiß. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Stell dir vor, du sitzt im Krankenhaus auf schwarzen Stühlen, ey, ich würde die Krise bekommen. Oh, oder rote Stühle. Ja, das wäre noch besser. Das haben wir noch blaue Stühle. Was gibt's noch für Farben, die man im Krankenhaus absolut gar nicht haben kann? Gelb vielleicht? Ah, ja. Alles, was hier nicht gefällt. Also so richtig neongelbe Stühle finde ich im Krankenhaus auch nicht passend. Ich denke gerade darüber nach, ob ich hier eine Tür noch mache. Ja, mache ich. Lärmschutzmaßnahmen zum Beispiel. Weil in dieser großen Halle, die wir hier haben, ist es ja möglicherweise auch ein bisschen laut. Nehme ich vielleicht einfach mal eine Tür. Kleine Glastür, um das einfach ein bisschen. Oh, eine Hightech-Tür. Absolut. Oh Gott. Perfekt. Nur leider zu breit. Ich habe auch überlegt, ob man. Oh ja, eindeutig, ganz sicher, ganz sicher. Oh ja, das gefällt mir, das ist. Das macht's. Warte, ich nehme mal kurz die Tür vor. Das wird jetzt richtig schön, das wird jetzt richtig schön. Warte, ich schau's mir gleich an. Nee, ich muss erstmal die Tür noch basteln, muss sie noch umbauen, das wird jetzt richtig scheiße. Brauchst du da so eine Depri-Tür ein? Ja, richtig, richtig toll, eine Demo, richtig schön. Warte mal, mal kurz schauen. Warte mal, kurz schauen. Auf schwingend, das müssen wir nehmen, ja. Hier, Rätschen Sperre, so wie ich es immer mache. Spieler erkennen brauchen wir, Doppeltür ist drinne. Eine richtig schöne Scheißtür. Oha. Muss ich Angst haben? Ja. Oh. Schließverzögerung so. Können wir doch ändern, ne? Ja. Oh ja. Okay, die Tür gefällt mir nur. Der Sound gefällt mir nur. Mal ändern. Oh Junge, so? Die Liege, die ich hier gebaut habe, sieht mir aus wie eine Liege in der Psychiatrie als in einem Krankenhaus, aber. Aber gut. Das ist ja auch toll. Aber ich habe da so eine tolle Sache, wo ich mit den Sounds ein bisschen rumfummeln kann. Hier ist schön. Ja, links hier. Hier gerade aufgleiten, machen wir schön Doppeltür. Ja, das geht. Jetzt hier immer Eisenfalltüren-Sound und dann klone ich mir das Ding mal. Und diesmal nehme ich aber einen anderen Sound. Denn ich habe das Gefühl, so zwei Sounds kombiniert, das hätte was. Dann machen wir nämlich einen anderen Sound hin, und zwar, kurz nachdenken. Was war das nochmal für so eine. Welcher Sound war nochmal das mit dieser komischen. Oder was? Pneumatiktür wird es wohl nicht sein? Das ist eine Glastür? Ich habe noch nie so eine Tür gebaut. Ja, kurz schauen. Okay, das ist bescheuert. Dann müssen wir nochmal ändern.
Aber vielleicht wisst ihr, worauf ich gerade hinaus will. Wenn wir hier gerade zwei Sounds kombinieren, damit das so richtig wie so eine Krankenhaustür klingt. Jetzt nachsehen, warte mal. Pneumatiktür, ist es zufällig eine Pneumatiktür? Kann sein, dass es eine Pneumatiktür ist, aber eigentlich. Ich habe noch ein kleines Gimmick auf die Liege gebaut. Oh ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es geschafft. Oha. Alter, das ist. Richtig scheiße, ne? So eine richtige Krankenhaustür. Krankenhaus für euch das? So eine richtig schöne Krankenhaustür. Komm, komm mal kurz mit, bitte. Ah, wo lernst du denn hin? Komm mal, ich zeig dir mal die Liege. Die ist echt. Aha. Wieder schön. Führe mich. Führe mich hinein. Das ist sehr schön. Du kannst ja jetzt Slices nehmen, dann ist das nicht so eckig. Ja, ist egal. Eckiges Blut ist besser. Ne, was sagst du zu der Liege? Das Blut kommt natürlich noch weg. Ja, das sieht gut aus, gesagt. Aber wie gesagt, du kannst Slices nehmen, damit das nicht so eckig ist, weil, guck mal. Wie mache ich das denn? Ich bin zu dumm. Nee, das passt schon. Oh, huch. Eins. Damit das nicht so eckig ist. Weißt du? Womit machst du das? Ah, Slice. Ja, du kannst Slice einstellen, dann kriegst du Dreiecke. So, ja, dann haben wir schon mal hier den Warteraum, richtig mit dieser wundervollen Tür. Die Tür ist echt super. Aber die müsste noch langsamer, ja, ich muss die Tür noch verlangsamen. Die muss richtig langsam aufgehen, richtig, richtig langsam. Ja, dann ist es Krankenhaus, das stimmt. Ja, typisch Krankenhaus, die Tür muss halt langsam auf. Richtig schön langsam. Ja, bei mir jetzt muss natürlich alles fein gemacht werden hier. Nehmen wir mal hier die vierfache Zeit von dem. Schließverzögerung von 8. Und mal schön hier weiter aufklappen können, was er beziehungsweise aufschwingen. Aufklappen, was ist der Unterschied zwischen aufklappen und aufschwingen? Keine Ahnung. Das Geräusch, dann brauche ich zum einen mal eine Eisenfalltür, habe ich als Sound genommen. Und dann nochmal die andere Tür schnappen. Die bauen wir auch nochmal um. Und das, da haben wir Pneumatiktür genommen. Ich weiß ja nicht, was Pneumatiktür trifft halt nicht ganz zu. Oh, habe ich Spielererkennung vergessen? Ich glaube schon. Ich habe die Spielererkennung vergessen, Moment. Also das ist jetzt die Tür, die kriegt den Sound einer Eisenfalltür. So. Und die andere Tür kriegt den Sound einer Pneumatiktür. Eigentlich müsstest du bei einer Pneumatiktür ja so ein Zischgeräusch kriegen. Oh ja, das ist Krankenhausfeeling, ja man. Oh, dieses Geklicke, das muss da rein. Das Geklicke bei der Tür, das muss mit rein. Oh, das ist aber. Er fühlt sich richtig echt an, ne? Ja, das ist mal wirklich. Und das Schönste ist, das wird nicht nur in der Notaufnahme zu sein. Das machst du nicht wirklich überall hin, oder? Doch. Hey, ja, moin, guck mal, ich kann. Überall, wo es von der Halle in irgendeinen Trakt reingeht, überall. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ein Bug. Ja, aber das müsste man eigentlich ändern. Nicht? Ja, guck mal, die ist noch nicht ganz offen und ich kann schon durchrennen. Ja, nee, da nicht. Da ist Notaufnahme. Da soll ja nicht jeder reinspazieren. Ach doch. Nein. Ja, dann die Leute für eine normale Tür hier. Die zahlen dafür, ich sag's dir. Oder so ein Zaun könntest du da vielleicht auch. Also, ich weiß nicht, ob das geht, aber sowas könntest du da auch reinpacken. Ja, ich kann nur zwei Sounds machen, weil beide Türen haben unterschiedliche Sounds. Deswegen geht das so. Weil die Türen halt unterschiedliche Sounds haben. Herrlich.
Ich liebe es. Es ist wirklich schön. Ja, die Tür geht ein bisschen schneller. Die werde ich aber nie ändern. Die muss auch langsamer gehen, das geht ja gar nicht. Ja, aber dann fährt der Fahrstuhl schon los, wäre die Tür noch. Das ist bescheuert. Das wäre Krankenhausfeeling, doch. Ja, ach so. Ja, okay, typisch. Ja, so ist es bei uns im Krankenhaus, ja. Dann würde ich mal die Fahrstuhlwartung rufen. Das ist eigentlich nicht richtig so. Also bei unserem so, Krankenhaus. So, jetzt fehlt die Anmeldung. Jetzt fehlt die Anmeldung. Jetzt brauchen wir die noch. Wir machen das richtige High-End, wir bauen da nämlich noch Stauraum und drunter, pass auf. Ja. Pass auf. Ich such da gerade noch was. Warum finde ich das nicht? Was finde ich? Ach, das sieht gut aus. Und eine Sache fehlt noch. Ah, du warst jetzt mit den Files, okay. Ja, ich hab ne Idee, ich probier die, ach, scheiße. Huch, hab ich nie gesagt. Ich probier die mal was Lustiges zu bauen. Ah, ne, ist unten auch zwei, dann passt das. Vielleicht ein bisschen Stauraum da unten drunter werde ich beenden. Pass auf, dann mach du deine Version, ich mach meine Version, dann guck mal, was besser aussieht. Das machen wir. Schreibt da jetzt schön eckig Anmeldung drauf, pass auf. Oder soll ich das machen? Ja, doch. Tack, tack. Dann können wir den auch nochmal schön hier Holzboden bescheren, damit die Mitarbeiter es etwas bequemer haben. Alter, klaust mir jetzt nicht meine Idee, oder? Was? Nein. Ja, du hast ja noch nie mal gebaut. Ja, noch nicht, ja. Ja, hättest du mal ein Patent auf deine Idee angemeldet. Verdammt! So schnell war ich nicht. Ich brauche manchmal ein bisschen länger zum Denken. Ah. Kenn ich. Okay. Das ist wirklich wundervoll. Wir wollen hier den Computer raufstellen. Boah, die Türen! Ja, sieht schon gut aus. Doch, bin ich zufrieden mit. Kann man natürlich hier auch noch Werbung installieren, wenn man wollte. Ja, Werbung im Krankenhaus ist doch das Letzte, oder? Ja. Nee, sind dann irgendwie so medikamentös oder sowas steht dann irgendwann nochmal drin. Oder wahrscheinlich hätten die Fernseher hier in diesem Krankenhaus einfach nur die Funktion, dir dann hat anzuzeigen, welche Wartenummer gerade dran ist. Ja, normalerweise läuft immer so Arzt-TV oder sowas, weißt du? Ja. Jetzt der neueste Lifehack. Und dann machen wir lieber dahin, damit er so ein bisschen zentraler ist und mit alle da gucken können. Da haben wir hier ein paar Fernseher installiert. Schön. So, pack ich da auch noch ein paar Slices hin. Das könnte man dann natürlich auch wieder total interessant machen. Dass du halt ein Bild halt nimmst. Und das Bild aktualisierst du halt immer, wenn eine neue Wartenummer dran ist, weißt du? Ja, wäre eine. Das heißt, du würdest einen Link festlegen. Und dort wird immer eine andere Wartenummer angezeigt. Je nachdem, was du da gerade für ein Bild drin hast.
Und das wird an einem Bild halt, an einen Dings halt gebunden irgendwie an. Also wenn das gut funktioniert. Man kann es machen, ja. Bis auf kleine Kritik sieht's gut aus, was du jetzt auch hast. Ja, noch bin ich nicht fertig. Noch nicht. Jo, ich lass dir mal Zeit hier. Du meinst, es so Debris-schwarz. Also eigentlich perfekt. Ich kann ja mal hier ein bisschen gucken. Das ist ja vor der Aufnahme vorgeschlagen. Irgendwie ein bisschen Grün ins Gebäude reinzubringen. Ja. Ich überlege mir da mal was. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht frei und offen lassen, sondern das würde wahrscheinlich wirklich im Geschlossenen bleiben. Hier am Rand des Gebäudes haben wir. Ich hatte auch schon mit dem Gedanken halt gespielt, irgendwie das Krankenhaus immer ein bisschen, weil das sind eine große weiße Fläche da, wo sie halt auch erst nicht weiß, wie sie damit anfangen soll. Ich glaube, jetzt hätte ich möglicherweise eine Idee. Mal sehen, konnte man nicht noch Büsche erstellen irgendwie mit Dynamic Trees? Ich glaube, man konnte auch irgendwie Büsche erstellen. Ich habe keine Ahnung. Einfache kleine Büsche, ich meine, das geht auch. Oh, bin ich dumm. Kann ich gleich noch sehen, worauf das hinausläuft. Denn ich fände zum Beispiel nicht so schön. Hier können wir gleich Büsche draufsetzen. Machen wir in der Mitte auch was kleines Nettes rein. Jetzt baue, kommt doch wieder drauf. Ich will sie gerade spannend halten hier. So, man dann jetzt einen Boden rein. Vielleicht ahnen schon welche. Ja. Huch, das ist ja gar nicht gleich lang. So, ich glaube, das sagt jetzt alles. Busch draus. Kleinen Busch, ja, brauchen wir das Laub. Das müsste hier sein. Das vom Schwarzeichenlaub hätte ich gerne, ja. Hier. Haben wir hier. In der Mitte. Ein bisschen schauen. Einen kleinen Brunnen. Genau. Haben wir eine kleine Fontäne drauf. Was, eine Fontäne? Alter, jetzt übertreibst du aber komplett. Ja, jetzt wird's hier richtig, Achso, baust du, machen wir das jetzt auch direkt? Guck mal hier, so. Dann baue ich das bei mir direkt drüben auch noch. Und da kannst du drumrum, können wir dann nämlich hier ein bisschen Unkraut, Blumen hinmachen. Unkraut. Ja. So, dann haben wir hier ein bisschen Blumen und das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Das macht das Krankenhaus gleich viel freundlicher. Ich übertreibe jetzt mal komplett, ey. Ich gehe jetzt wirklich komplett bananas.
Wasser noch nicht. Und das Wasser gleich ein bisschen höher. Dann gehen wir ein bisschen höher hier. Ja, finde ich gleich besser. Ja. Hab denke ich was, ne? So, ein Screenshot gemacht hier. Ja, hast du das hier dunkles Holz genommen? Bitte? Du hast hier dunkles Holz genommen. Okay. Ich hab da dunkles Holz genommen. Das Krankenhaus ist ja richtig hier. Könnte schon richtig, richtig vornehmen hier. Und sehr fast schon sagen, dass es nur für Privatversicherte ist. Grabe ich mal wieder den Brunnen aus. Ah, der Pfeil ist im Weg. So. Der Wasser hin. Und weil er geht das natürlich gleich viel schneller. Okay. So, und dann können wir jetzt. Holy. Ja, ist jetzt die Frage, was ich auf der anderen Seite mache, ne? Sitze ich da einen normalen Blumentopf hin oder. Ne, ich bastel da auch was Schönes. Kann man natürlich jetzt auch richtig übertreiben, ja. Und ich übertreibe ja gerne. Und zwar. Installiere ich jetzt sogar hier exklusiv hier auch noch Licht im Brunnen, wenn man das richtig schön beleuchtet ist, wenn es hier ist. Oh, wow. Ja, jetzt wird es hier aber heftig, ne? Können wir da als Bauer auch ein bisschen Geld abgreifen, wenn hier die Leute sind? Du kannst ja nach Spenden fragen. Spende, eine Spende bitte. Ja, sorry, das muss jetzt kommen. Ja, klar. Ja, und ich bin jetzt sogar so weit durchgeknallt, dass ich sogar jetzt eine Struktur habe, wie ich das Knochenmehl setze, ist auch wissen. So, so, dann haben wir das hier schon mal ein bisschen, ja, freundlicher gemacht. Mach mal hier ein bisschen dunkel. Oh ja, das gefällt, das gefällt. Du hast bei der anderen Tür übrigens vergessen, bei einer anderen Tür übrigens den anderen Sound vergessen. Wärst du mal so lieb und machst das Licht wieder an? Ich könnte das mal ganz kurz gebrauchen. Ach Quatsch. Auf den Licht? Was denn sowas? Ah, ja, ich mach gleich einen Moment. Willst du mal die Türen hier installieren, ja? Diese wunderschönen Krankenhaustüren. Danke. Schön. So, wirst du dann langsam auch fertig hier? Ja, ich bin so gut wie durch. Sicher, dass du nicht einfach einen normalen Blumentopf hinsetzt? Ja. Okay. Ich habe jetzt extra die Sachen gemacht, also jetzt beschwer dich nicht. Also, dann steht der Anmeldung auch gut drauf. Ja, aber es ist modern. Aber wie gesagt, es gibt ja nur die Sache. Ich habe ja gesagt, ja, eine Sache gibt es immer noch zu kritisieren. Das hatte ich vorhin, das habe ich auch jetzt noch zu kritisieren. Und zwar.
das denn? Moment. Ich würde sehr gerne... Also ich find's sweet. Das ist hier... Zumachst. So das Einzige, was mich daran stört. Dann hier einmal zumachst, dann haben wir es ja. Aber ansonsten sieht es gut aus, sehr sogar. Ja, und du hast hier schön schnell mit den das gemacht, ne? Ja. Mit Mr. Crayfish. Ja, gut sieht's aus. Na, dann kannst du das ja nochmal kurz hier alles zumachen hier. Ich helfe dir dann mal dabei. Hier ist ja noch was. Noch offen. Ja, ist die Frage, wie ich das machen soll, ne? Ah, du hast zwei dick gemacht. Oh, wow, wow. Weil deine Tischplatte auch zwei dick ist. Ja, ursprünglich war alles mit 1 geplant, aber pff, hat irgendwie nicht so Lust gehabt auf 1. Ah, du hast schon. Ja, das ist schon noch ein. Ja, ah, Licht fehlt noch. Könntest natürlich jetzt hier eine Kleinigkeit sogar noch machen. Damit das die Säule so ein bisschen umschließt hier. Guck, hier kleine eingebaut. Damit das die Säule so ein bisschen umschließt. Das hat was, ne? Das hat was, ja. Und was ist das da? Los dann. Ah, okay. Brauchen wir auch ein bisschen Licht hier hinten. Ah, einen Stuhl könnten wir noch machen. Du kannst sogar Stühle auch funktionabel machen. Also wenn du mal schnell einen bastelst, helfe ich dir, den funktionieren zu machen. Ja, ist die Frage, wie ich den machen soll. Also ich weiß, wie ich die Rollen und sowas, das weiß ich, aber ich habe halt keinen Plan, wie ich den Sitz machen soll. Also von mir aus, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Man kann nämlich hier ein Bett machen, man kann eine Leiter machen, man kann auch einen Stuhl machen. Geht alles, ja. Ja, keine Ahnung, überleg dir was für ein Stuhl. Also, ich kann ja schon mal eine Sache erledigen. Und zwar das Ganze einmal kurz durch Blueprint hauen. Das Ganze jetzt einfach mal. Irgendwie ist das, was ich gerade mache, auch dumm. Tresen. Ich baue dir jetzt die ganzen schönen Sachen, damit ich sie bei mir auf dem Flughafen nicht mehr verwenden kann. Ich bin dumm. Ich weiß immer, ich weiß nicht, wie man Tresen schreibt. Ich glaube mit TH, oder? Oh Mann, das Tresen. Ist das. Oh, das ist ein Wort, was ich am selben. Ist ein sehr. Ein Wort, welches ich so gut wie gar nicht benutze. Schriftlich meine ich. Da fragst du den falschen Gymnasiasten. Ja, ich frag Google-Übersetzer, wenn das richtig schreibt, natürlich. Tresen. Ja, ohne TH. Okay. Danke dafür. So, was ist das? Können wir den ja hier schon mal platzieren hier drüben. Computer kann ja schon da bleiben. Muss ja nicht wegmachen dafür. Steht da schön Anmeldung dran. Das hier ist auch. Achso, du hast ja, ja zwei unterschiedliche Tresen genommen. Ach ja, weil der eine muss ja länger sein. Die haben nicht gepasst. Ja, der eine muss ja länger sein. Ist schon okay. Der hat halt irgendeinen Vollhonk in der Planung hier das verbauert. Nein, das war, es ist schon richtig so. Es ist schon richtig. Diese Verplanung, wie du sie nennst, ist wichtig, damit das Gebäude rechteckig ist. Echt? Sonst wäre es ein Quadrat gewesen und ein Quadrat wollt ihr nicht unbedingt haben. So, der Tresen ist platziert. Anmeldung steht dran. Dann fehlt natürlich noch dein ganz wichtiger Blumentopf. Meine zwei ganz wichtige Blumentöpfe. Hier ist noch ein kleines Bäumchen. Ich werde aber nur einen nehmen. Hier ist noch mein kleines Bäumchen.
Ja. Okay, okay, wir tauschen jetzt die Seiten mal. Ja, aber die Rose sieht gar nicht so schlecht, oder die Tulpe oder was auch immer das sein wird, was auch immer das ist. Nee, die Pflanzen sehen gut aus. Dann muss ich auch nochmal Blumentopf. Schau, dass ihr einmal alles kurz durchs Blut brennt. Ja, ist gut so. Ja, dann haben wir's. Ja, was? Achso, du brauchst ja noch einen Stuhl. Ich kann den Stuhl kippen. Ah, haha, so typischer kleiner Hocker. Nimm da doch Wolle als Sitzfläche. Ja, hab ich ja. Echt, das Wolle? Das ist Wolle. Tatsächlich, wow. Das kann jeder erkennen. Aha. Ah! Wow. Drück mal Steuerung Z, das müsste gehen. Nicht? Steuerung Z. Ja. Okay. Kannst du eine Option noch ausschalten? So, und das kommt wieder weg. Mhm. Ich habe eine lustige Idee, ich weiß noch nicht, ob es so gut aussieht. Line. Zack. Ah, verkackt. Kannst du natürlich auch wieder mit Slice machen, ne? Holz, das sieht interessant aus. Ah, scheiße. Oh, sogar mit Lehne. Oh. Mensch, ist ja komfortabel hier. Ach, scheiße, das. Ne, die Lehne ist zu hoch. Da, zwei wieder weg. Jetzt dahin. Das könnte vielleicht ein bisschen zu klein sein, aber für die Frauen, die da sitzen, könnte das passen. Ja. Also ich gehe zumindest in nichts gegen Frauen, aber ich gehe mal davon aus, dass Krankenschwestern meistens Frauen sind. Zählt als Frauenberuf, ja. Weil ich kenne keinen kranken Mann. Nee, das sind dann noch kranken Bruder kenne ich nicht. Nee. Ja, eben, deswegen habe ich ja gesagt kranken. So, dann gehst du mal mit Slice ran, dann sieht's gut aus. Ja, genau, das wollte ich jetzt machen. Das ist schön. Tack. So, ich glaube, das passt so, oder? Das, die Rückenlehne soll eckig bleiben? Ja, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht, wenn wir das jetzt alles ersetzen. Ja, gut. Dann werde ich das mal kurz gucken. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt auch mal einen Sitz draus mache. Oh, warte mal. Du kannst mir dann direkt noch die wieder hier herstellen. Ne, muss ich. Wir haben gerade ein Tool genommen, da dann brauchen wir keinen extra. Ja. Ah cool, der erkennt sogar, wo die Sitzfläche ist. Ja, ich dachte das. Ja, ja, ich musste nichts eingeben. Hä, hey, wie cool! Oh, mein Hintern ist ein bisschen zu dick dafür, aber alles in Ordnung. Ja. Ja, finde ich gut.
Ja, genau. Ah, der Stuhl ist etwas verbuggt bei mir dargestellt. Ja, stimmt's. Ja, muss ich kurz einsetzen. So, ja. Ist geil. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass der Stuhl vielleicht ein bisschen zu niedrig ist, ist aber gar nicht. Na dann, würde ich sagen. Also dafür, dass ich gefühlt noch nie mit den Little Tiles gearbeitet habe, funktioniert es ganz gut. Na dann, würde ich sagen, ja. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ah, ich habe irgendwie eine schöne Position. Ja, das sieht gut aus. So, und bis zum nächsten Mal. Ciao.